Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir sind gerade beim Substrat verarbeiten und halt vermehren. Also die Masse, die wir hier haben, ist eh der Wahnsinn. Durch die große Menge ist da viel, was benutzt werden kann und weiterverarbeitet werden kann. Funktionieren tut es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie viel Substrat haben wir denn aktuell im Lager drinstehen jetzt? Mal gucken. Substrat 400 haben wir im Lager drin. Auch nicht schlecht, nicht schlecht. Ich will weiter gucken nach weiteren Möglichkeiten, das zu verbessern. Wie ich sehe schon, haben wir ja den hier schon. Und wir brauchen jetzt noch den Goodbye Ruby Moog. Das wäre die nächste Stufe, die wir jetzt brauchen. Wir haben jetzt den Goodbye, den haben wir jetzt, glaube ich, gerade gemacht, den hier. Als nächstes wird der hier mit dem Fertilizer. Genau, und dafür haben wir den Sewage Composer verbaut, der sich jetzt hier drunter befindet. Stored Energy Zero. Stimmt, wir hatten hier ein Kabel gefehlt. Da war ja was. War da nicht irgendwie mehr, dass ich gar keine Kabel hatte oder sowas? Ah ja, mir fehlten Ricky Bricks. Ich muss erst Bricks wiederherstellen, da war was. Oh Gott. Jetzt sind wir da wieder. Ah ne, Bricks habe ich. Bricks habe ich rein theoretisch. Ich muss sie bloß nur noch produzieren. So, und dann noch die Treppen. So, okay. Und jetzt hat Stromkäbelchen. Zwei Stück. Dann sollten wir das hier nach hinten verkabeln können. So. So, und dann sollte der doch jetzt Switch kommen. Schau mal. Er hat Energie. Fluid Switch. Funktioniert der denn? Zeig mal Working Area. Warum habe ich erst noch, wenn ich ein Jetpack habe? Das ist doch. Da jetzt rein? Geh da rein, komm schon. No. Jetzt kriegt er. Aha, schauen. Also, die sammeln sozusagen zusammen. Bedeutet, wir nehmen jetzt also Dirt. Das war jetzt nicht der Plan. Ach. Jetzt ist die Kuh wieder sauer. No, 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 no.
einfach ein paar Energy Cable. So. Passt doch. Jetzt kommt sie, glaube ich, nicht mehr raus. Man kann das Sewer drunter die ganze Zeit das produzieren. Gut, dann gehen wir nochmal runter. Zack. Jetzt kriegen wir das Switch. Und das Switch kann ja gleich rein theoretisch weiter verarbeitet werden. Float Containers. Mhm. Machen wir ein Switch jetzt weiter. Sewage Composter. Sewage Composter. Kann ich im Wandern ein? Dafür jetzt die ganzen Bricks verbraucht. Yes, jawohl. Zurückwandeln kann ich dir nicht. Shit. Habe ich Clay? Gib mir ein bisschen Clay her. Wo ist der Ofen? Wo ist der Ofen? Warum macht er das? Warum lässt er mich hier nichts rein? Warum will der Ofen nicht mehr? Willst du mich jetzt verarschen? Sagt der Ofen schon nein? Clay, oh, das ist Clay Resin, ich Depp. Ich hab Clay Resin genommen und statt Clay. Man sollte die Augen aufmachen, bevor man sowas macht, ne? Eieiei, das war jetzt dumm. Dann sollte der das auch machen. Weil dann passt es ja auch. Dann sollte das ja auch passen. So. Die sollten hier drin landen. Genau. Und dann kann ich dich hier bauen. Ding mal anschauen. Braucht das Switch und dann macht es die Items. Rein logisch wäre es ja, die direkt drunter zu platzieren, oder? Aber er scheint nicht den Switch zu bekommen. Okay. Gut. Dann brauchen wir ein Fluid Input Cable noch. Oder Import. Import. Na komm. Kann doch jetzt nicht so schwer sein, oder? Emmy Fluid Import Bus. So, jetzt wird es exportiert. Ich habe eh schon so was gepusht. Ah, bin ich schlau. Okay. Wo kommst denn du jetzt her? Dich. Kommt der her und will noch mehr? Das gibt's doch gar nicht. Okay, jetzt war ein Fluid Import Cable noch.
Fluid Export Cable. Schauen wir mal schnell hier hinter. Einen kleinen Bucket, mit dem sollte ich doch was machen können. Schauen. Bucket of Switch. Und dann muss ich nur noch dem Exporter sagen, das braucht er. Dann brauchen wir noch ein Import-Cable. Import. Habe ich auch wieder nichts. Das habe ich schon alles verbraucht. Das ist Wahnsinn. Wie schnell werden solche Kabel verbraucht? Import-Cable. Der tut es direkt als importieren. So, bedeutet, er braucht eigentlich nur genug Fluid, dass wir es machen können. Und da reicht ein so ein Switchmaker leider nicht aus. Chitterino. Was kostet mich denn alles, um den Mulch zu machen, diesen neuen Mulch? Mulch. Schau mal, 24 habe ich von jedem jetzt aktuell. Mulch. Wir wären jetzt bei dem hier. 4 Stück. Mir fehlt genau einer. Was ist, wenn ich viele Tierchen auf einer Stelle mit dem Ding befalle? Einfach aus Interesse. Noch eine Kuh da rein. Nein, bleib drin. Jetzt haben wir beide Kühe ab. Mensch. Oh, die sind jetzt alle. Ich hätte sie einfach drin lassen sollen. Ich hätte sie einfach drin lassen sollen, ne? Na komm. Zurück in den Ofen, wo ich dich geschoben hatte vorhin. Daran bleibst du jetzt. Jetzt gefangen da drin. So, jetzt kann der da unten wieder hoffentlich Switch machen. Jetzt kann er wieder arbeiten. Gut. Dann kriegt er seinen Switch wieder. Okay. Eieieiei. Und wir haben unseren ersten Embermulch. Cool. Goodbye, Ruby Mulch.
Jetzt haben wir einen mehr und jetzt kommt der Red Mulch danach. Der braucht Substrate und HDPE Pellet. Der wird aus Oxygen und Lithoethanol hergestellt und macht Oxygen. Also er braucht Oxygen, aber macht wieder Oxygen. In einer PCR-Kammer. Na, wahrscheinlich, wir tun hier Ethanol auch verwenden. Das wäre natürlich wieder eine Variante, dass wir Ethanol weiter abpumpen. Oder es verflüssigen. Das müsste man jetzt gucken, wie man es schlau macht. Ja. Ist jetzt natürlich wieder gut, weil ich habe extra. Gibt's Gas Input oder sowas? Na, Import braucht man ja dann. Wäre ja ein Import-Cable. Ein ME-Gas-Import-Cable. Ein ME-Gas-Import-Cable. Okay, wenn ich jetzt schon nach Gas... Kriege ich dann irgendwelche Speicherzellen, die ich brauche? Hier. Gibt's ja. Die müssen alle ein bisschen anders gemacht werden einfach. Gut zu wissen, dass ich eventuell vielleicht auch sowas bauen sollte. $1,000 wird dann aus. Die werden relativ günstig hergestellt, scheint mir. Lassen wir uns mal schnell in die Welt von den Teilen hier verschieben. Das ist eine 1K. Haben wir eine 4K. Achso, nee, dafür bräuchte ich erstmal 4 von denen da. So, warte mal. Mal jetzt rein hier. Das bedeutet, ich kann jetzt, wenn ich hier hingehe und das mal raus tue, auf Craftables gehen und dann habe ich hier unseren Kollegen und sage, ich will 10 Stücke davon, mach Next und lass ihn starten und dann sollten in kürzester Zeit davon welche aufkreuzen. Richtig? Richtig. Genau, und dann kann ich daraus die 4K-Storage-Dinge machen. Gut. Wir brauchen natürlich dann auch Gasspeicherplatz. Ist ja nicht so, als ob wir dann nur für das eine Speicherplatz bräuchten. Gut. Dann sage ich jetzt, hey, ich brauche von den 4K auch 10 Stück starten. Sagt er, die gelbe Farbe fehlt. Yellow fehlt. Yellow, 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 yellow. Kann ich das sonst irgendwie noch herstellen? Oder nur mit grünen Blümchen? Wie es scheint, nur mit grünen Blümchen. Das ist natürlich jetzt wieder blöd. Ich habe jetzt hier noch ein paar zwei gelbe Blümchen, aber selbst die bringen es ja nicht, wenn ich die jetzt abbaue. Kriege ich zwar jetzt nochmal 4 gelbe Farben raus, aber das ist ja auch nicht das, was wir benötigen.
Ja, aber das werde ich mir beim nächsten Mal überlegen, denn ich werde diese Folge ein bisschen kürzer gestalten jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.